Herzlich willkommen zu Brisant, an einem Tag, der überschattet wird von Krawallen im Rahmen des G20-Gipfels. Und das bedeutet für Hamburg absoluter Ausnahmezustand. Von friedlichen Protesten ist man im Moment also weit entfernt in Hamburg. Und Unruhe ganz anderer Art gab es vergangene Nacht weiter westlich und vor allem weiter südlich in Deutschland. In Nordrhein-Westfalen standen mal wieder Straßen unter Wasser, Riesenhagelkörner wurden zu Geschossen. Und an der bayerisch-hessischen Grenze hat es einen Zeltplatz zerlegt. Ganz nach dem Motto, und täglich grüßt die nächste Unwetterfront. Und während die einen vom Unwetter heimgesucht wurden, hatten andere besseres Wetter erwischt. So zog es viele ans Wasser. In einem Seebad in Dresden endete so ein Badeausflug für ein vierjähriges Mädchen aber mit dem Tod. Der Schwimmmeister entdeckte das Kind im Becken. Jetzt wird ermittelt, wie es zu diesem Unglück kommen konnte. Es sind widerliche Details, die nach und nach bekannt werden. Nach der Zerschlagung der weltweit größten Plattform für Kinderpornografie im Darknet haben Ermittler 14 Verdächtige festgenommen. 12 sollen Kinder missbraucht haben, einer soll sogar seine eigenen Kinder anderen Männern für sexuelle Handlungen überlassen haben. Hauptbeschuldigter ist der 39-jährige Mann aus Hessen. Er war der mutmaßliche Administrator dieser Plattform. Ferienzeit heißt Reisezeit, das wiederum heißt volle Straßen und einen kühlen Kopf bewahren. Denn man will ja so schnell es geht ans Ziel kommen. Und ja, manche nehmen da durchaus auch noch die gute alte Karte, wie man sieht. Denn da wird man wenigstens nicht abgezockt. Bei einem Routenplaner im Netz sieht das leider ganz anders aus. Also Vorsicht ist da angesagt. Manchmal kann das Schicksal sehr, sehr grausam sein und von einem Tag auf den anderen ein Leben fast zerstören. Markus Bauer ist Spenglermeister, lebt in einer glücklichen Beziehung, hat gerade sein Traumhaus gebaut und eigentlich keine Sorgen. Bis zu dem Tag, als er von einem Baustellengerüst fällt, aus 8 Metern Höhe. Er überlebt, ist seitdem aber schwer behindert. Seine Eltern und seine Schwester kümmern sich rund um die Uhr mit ihm, um ihn, zusammen mit einem Pflegedienst. Doch den will die Krankenkasse nicht mehr bezahlen. Auf allen deutschen Straßen so schnell fahren, wie man will, das ist vielleicht der Traum vieler Autofahrer und möchte gern Rennfahrer. Auf den Autobahnen geht das ja auch, aber in den Städten heißt es ab dem Ortseingangsschild Fuß vom Gas. Hier gilt eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 km/h. Aber das war nicht immer so, denn Tempo 50 wurde tatsächlich erst vor 60 Jahren eingeführt, im Juli 1957. Und das war damals nicht unumstritten. Jedes Jahr wird er gekrönt, der Sommerhit des Jahres. Wir haben mittlerweile Juli und da kann man schon eine gewisse Tendenz erkennen, welcher Titel das Potenzial dazu hat. Mehr jetzt in Brisant Prominenz. Und ganz weit oben auf unserer Sommerhitliste ist dieser Song hier, Despacito von Luis Fonsi. Ob im Radio oder in der Strandbar, dieser Titel tönt in. Und wir haben jetzt alle einen Ohrwurm. Trotz Ausschreitungen und G20-Gipfel sorgen die Stars in Hamburg für ein bisschen positivere Stimmung. Mode und Promis, das passt einfach mal zusammen. Denn das, was sie im Blitzlichtgewitter so tragen, wird von allen Seiten sehr gern und oft bestaunt. So wie auch gestern in der Nähe von München. Hier war wieder großes Schaulaufen vieler Stars angesagt. Und dabei ging es nicht nur um die neuesten Tratsch und Klatsch, sondern auch um die ganz persönlichen Lieblingsteile zum Beispiel und Fashion-Geständnisse der Promis. Herzschlagmomente verbinden Marc Marschall und seinen Vater Toni Marschall auf eine ganz besondere Art und Weise. Im Juni musste sich Toni Marschall ja eine Herz-OP unterziehen und das ausgerechnet auch noch an seinem 55. Hochzeitstag. Zum Glück ist alles gut verlaufen und das neue Album von seinem Sohn heißt auch Herzschlag. Also, das Herz, ganz großes Thema der beiden. So ist es kein Wunder, dass auch Toni Marschall auf der Platte zusammen mit dem Sohnemann mitwirkt. Und das war's schon von uns. Ihnen jetzt noch ein ganz tolles Wochenende mit viel, viel Sonne. Machen Sie's gut. Tschüss und auf Wiedersehen.